Ja, meine Damen und Herren, es ist 2016 und es wird Zeit für ein neues Wi-Fi-Kämpfchen auf dem Pokémon-Universum des Pokémon-Tutorial-TV-Kanals. Und damit recht herzlich willkommen. Ich habe eigentlich selten im Uber-Tier gespielt und deshalb fällt mein Team auch vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig aus. Jedenfalls kommen wir erstmal zu Michael. Der hat nämlich Celebi, Zorak, Rayquaza, Sherox, Glurak und Aerodactyl dabei. Können ziemlich viele Mega-Entwicklungen natürlich dabei sein. Also Sherox, Glurak und Aerodactyl wären in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu verführen. Ich habe mich vor allen Dingen für Pokémon entschieden, die entweder durch ihre Schwebelfähigkeit glänzen oder Bedroher können. Demeteros das beste Beispiel für den Bedroher. Dann habe ich außerdem Baldorfisch mitgenommen. Unglaublich lustig, Obertier Baldorfisch zu verwenden. Ist aber tatsächlich, wie ich gelesen habe, gebräuchlich. Was mich doch etwas verwundert hatte. Aber ich wollte es dann unbedingt mal austesten, wenn ich schon gelesen habe. Dann Cresselia kennt man sicherlich aus einigen nervigen DPL-Kämpfen auch noch. Ziemlich bulky und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Dann haben wir noch Jirachi, Metagross und Mega Kangama auf unserer Seite. Mal gucken, was die so gegen das Team von Michael ausrichten können. Wir werden jetzt erstmal mit dem ersten Wi-Fi-Kampf im Jahr 2016 beginnen. Michael will mit mir kämpfen. Er beginnt mit Celebi, was nicht unbedingt verkehrt ist. Ich fange aber hier mit Demeteros an. Das bedeutet, ich habe hier einen sehr, sehr großen Vorteil, denn ich kann hier einfach mit Walschall Demeteros mit Gerdwinde rausgehen. Die macht doch massiven Schaden auf Celebi. Er entscheidet sich hier nicht zurückzurufen. Ich habe gedacht, Jirachi wird hier die optimale Wahl sein, falls er hier angreifen sollte. Entscheidet sich aber hier Hazards auszulegen, was natürlich gängig ist, Celebi als Lead. Jirachi ist übrigens auch als Lead gedacht, aber das ist ja jetzt sowieso Wayne, da ich ja jetzt Jirachi draußen habe und das mir auch die Gelegenheit gibt, hier endlich mal die Tarnsteine rauszulegen. Ja, Aerodactyl kommt in den Kampf rein, übt mit Erzwinger Druck aus, ist nicht wirklich die beste Fähigkeit von Aerodactyl, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, Aerodactyl will hier natürlich mit Feuerzahn angreifen, also nehmen wir Blobfisch in den Kampf, was Feuerattacken resistiert und gleich auch noch den Angriff von Aerodactyl senkt. Gleich doppelter Gewinn und gucken wir einfach mal, wie viel der Feuerzahn von Aerodactyl so auf Blobfisch abzieht. Nicht wirklich nennenswert viel, da macht leider der Beulenhelm mehr Schaden auf Aerodactyl, als das dem Gegner wohl lieb sein dürfte. Er schickt hier wieder Celebi in den Kampf, das gibt mir natürlich die Gelegenheit, hier weitere Hazards auszulegen und das ist auch eigentlich der ganze Trick an dem Team hier, denn im Uber ist es wirklich nicht so gängig auf Lockern zu spielen. Zumindest glaube ich das nicht. Und ja, deshalb hier Stachler und Tarnsteine draußen. Wobei natürlich die Tarnsteine des Gegners auf Jirachi jetzt nicht unbedingt den Schaden schlechthin machen werden. Aber Genesung ist natürlich etwas nervig. Wie wir sehen, kann es Genesung, Tarnsteine. Wir wissen nicht noch den letzten zwei Moves von Celebi. Es wird ein Angriffsmove sein und was der andere Move sein wird, weiß ich leider noch nicht. Ja, Jirachi kann hier übrigens bei mir auch Kehrtwende, kann aber auch Body Slam. Und ich wollte Celebi hier paralysieren und ja, mir gelingt es nicht, aber dafür Celebi mit der Donnerwelle. Da wissen wir auch, dieses Celebi ist ziemlich verhöhneranfällig. Es kann wahrscheinlich nur einen einzigen Angriffsmove. Und der wird wahrscheinlich auch noch Step sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Gigasauger oder sowas ist. Ja, er kommt hier mit Aerodactyl rein. Und das ist eine wirklich äußerst schlechte Tarnung von Zorak. Begründung, an dieser Stelle hätte nämlich der Erzwinger wirken müssen. Und der Schaden von Tarnstein hätte auch ganz anders ausfallen müssen. Also das Trugbild von Zorak war hier verdammt schlecht gewesen. Natürlich eine gute Wahl hier, Zorak reinzurufen. Leider ist dieses Jirachi still, was bedeutet, es ist voll speziell defensiv. Und Zorak kann ja auch mit Life Orb nicht Jirachi das was erreichen und verabschiedet sich deshalb vom Spielfeld. Natürlich hätte man hier auch Mega Groudon mitnehmen können. Oder Proto Groudon, pardon. Wäre natürlich wesentlich besser gewesen hier an der Stelle als manches anderes Pokémon hier auf der gegnerischen Seite. Wir sind nämlich im Ubertier. Bis jetzt sind noch nicht so viele Pokémon auf
der gegnerischen Seite vom Ubertier gekommen, um genau zu sein, gar keins. Bis jetzt auch auf meiner Seite noch gar keins. Ja, wird sich sicherlich noch ändern. Wir haben hier Feuerzahn gesehen, der ist sehr effektiv, reicht nicht aus, um Jirachi zu besiegen. Es ist ein bisschen paradox, er geht hier auf Ruheort und ich verstehe auch konkret nicht warum, denn hier kommt jetzt Eisenschädel und wir verabschieden uns einmal von Aerodactyl. Also das war sehr leichtfertig, hier hätte man Jirachi sehr sicher mit Feuerzahn rausnehmen können. Warum er das nicht getan hat, bleibt mir ein Rätsel. Gut. Er entscheidet sich hier für Glurak, eine wunderschöne Wahl. Leider kriegt Glurak 50% Tarnsteine-Schaden. Er geht hier auf Erdbeben, ist natürlich eine sichere Wahl. Hätte hier sogar tatsächlich noch auf Demeteros wechseln können, aber Jirachi hier mit Paralyse im Spiel zu halten, ist jetzt wirklich nicht das A und O. So, dann gehen wir wieder auf Demeteros. Das hat hier natürlich sehr, sehr leichtes Spiel gegenüber von Glurak. Selbst wenn Glurak in die Megaform entwickeln würde, wird es keine Chance. Er tut es nicht und das verwundert mich auch sehr, warum er normales Glurak mit ins Obertier nimmt. Das ist eins der anfälligsten Pokémon, was ich überhaupt kenne. Normales Glurak. Also warum kein Glurak Y oder ein Glurak X? Das ist mir ein ziemliches Rätsel. Ja, Scherox erhält massiven Schaden durch die ausliegenden Hazards bereits. Er ist einfach aufs Spielfeld gekommen, hat schon ziemlich viel Schaden einstecken müssen. Wir können hier wieder sicher auf Blobfisch wechseln, das hier wieder mit Bedroher Druck ausübt auf Scherox. Scherox entscheidet sich, auf Patronenhieb zu gehen, was mich, ja, es verwundert mich. Selbst wenn es ein Techniker Scherox wäre, also das hätte gegen Demeteros auf gar keinen Fall gereicht. Deshalb mir hier sehr verwunderlich, dass hier überhaupt Scherox hier auf diesen Move geht. Ich habe jetzt gedacht, okay, es wird sicherlich einen stärkeren Move einsetzen und deswegen bin ich auf Leitteiler gegangen. Krieg hier aber gerade mal 2 KP dazu, wieso ich die Strategie verworfen und wieder auf Wasserdüse gegangen bin. Warum er hier nicht auswechselt und versucht Blobfisch mit Patronenhieb aus dem Spiel zu nehmen, ist mir ein Rätsel, weil Patronenhieb reicht nicht aus gegenüber des Beulenhelms, dass er hier ständig Schaden kassiert. Und ja, Scherox verabschiedet sich dank des Beulenhelmschadens. Nicht wirklich toll, denn das gibt mir jetzt auch noch die Gelegenheit, weitere Hazards auszulegen. Ist das nicht herrlich? Das gegnerische Feld ist vollkommen von Hazards umgeben. Ach ja, wenn da nicht noch Rayquaza wäre. Hey! So, hier natürlich obligatorisch auf Leitanger gegangen, weil Wasserdüse macht jetzt hier nicht wirklich viel Schaden. Wir sehen jetzt das erste Pokémon, das noch nicht mal im Uber ist. Hust, Hust. Das ist sogar im Uber verboten, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Ja, Mega Rayquaza ist im Uber verboten. Eigentlich hätte ich an der Kampfstelle den Kampf abbrechen können, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, dass man auch dieses Pokémon eigentlich im Uber schlagen kann. Sogar mit Nicht-Uber-Pokémon. Kommen wir nun zu dem Pokémon, das dieses Pokémon wunderbar countert, nämlich Cresselia. Ja, jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere, Moment mal, Zenitstübe ist eine verdammt starke Attacke und das trägt auch noch live ab. Ja, keine Sorge, Peruna übersteht die Attacke ohne Problemchen. Verteidigung, Spezialverteidigung sinkt, dann kassieren wir einmal bitte den Beulenhelmschaden und einmal bitte den Live-Orb-Schaden und nach dieser Mundgewalt verabschieden wir uns jetzt auch von dem Uber-Plus-Pokémon Rayquaza. Bye bye, tschüssi, war schön mit dir. So, dann wäre das jetzt auch mal geklärt, dass man für dieses Pokémon eigentlich gar kein eigenes Tier braucht, egal. So, da wäre noch Celebi im Kampf. Ja, kriegt hier massiven Schaden durch Stachler und Darnsteine. Man hat gesehen, bestimmt mehr als 25%. Versucht sich hier natürlich mit Gigasauger gegenzuheilen. Also die Idee, sage ich mal, dass jetzt hier noch Gigasauger als letzter Move da ist, war schon berechtigt gewesen. Hier natürlich wieder sehr, sehr taunt anfällig. Ich habe mir hier an der Stelle gedacht, hier könnte man sogar zu Demeteros wechseln. Hab's dann aber doch nicht getan und bin auf Perona geblieben und dann hätte ich dann die Donnerwelle sehr gut predikten können. Hab's nicht getan. Also hier an der Stelle ein Missplay von mir. Hätte wahrscheinlich eher damit rechnen sollen, dass er mit Donnerwelle angreift und den Wechsel zu Demeteros ruhig riskieren können. Stattdessen greife ich mit Mondgewalt an und hoffe auf den Spezialangriffsdrop. Also das ist nicht wirklich die beste Strategie. Deswegen entscheide ich mich jetzt auch wirklich zurückzurufen auf Kangama. Da haben wir doch auch endlich mal ein Mega-Pokémon. So.
Kangama kommt in den Kampf rein, kriegt jetzt erstmal den Gigasauger ab. Ich habe gedacht, jo, das wird nicht so viel abziehen. Ein Volltreffer, juhey, darauf haben wir doch alle gewartet. Ja, Celebi hat dadurch natürlich viel KP wiederherstellen können. Also den Tarnsteine-Schaden und den Stachler-Schaden hat es dadurch gut kompensiert. Jetzt gehe ich aber in die Mega-Entwicklung. Und habe hier Mega Kangama auf dem Spielfeld. Wir greifen einmal mit Mogelhieb an, um die schlechte Initiative von Kangama in der normalen Form erstmal ausgleichen zu können. Denn im ersten Zug zählt natürlich die Initiative von dem normalen Kangama und erst nach einem Turn die des Mega Kangamas. So, jetzt sind wir natürlich schneller, können hier mit Risiko-Tackle angreifen. Den stärksten Move, den Kangama hier zu bieten hat. Und ja, Rache ist süß, auch ein Volltreffer auf Celebi reicht aus, um Celebi zu besiegen. Ist das nicht toll? Kriegen hier natürlich noch Rückstoßschaden, aber die Sache ist gegessen, Michael ist besiegt und das war's mit dem ersten Kampf. Ein relativ eindeutiges und schönes 4:0. Woran lag's? Vor allen Dingen an den Pokémon, würde ich sagen, und auch an den Plays von Michael teilweise. Also, warum er hier kein Mega-Pokémon dabei hatte, ist mir sehr rätselhaft. Also, für ein Uber-Tier hätte man auf jeden Fall zum Beispiel noch Proto-Groudon und Proto-Kyogre mitnehmen können, dann wäre es sicherlich nicht falsch gewesen. Wenn man Proto-Groudon hätte mitnehmen, also wenn man das mitgenommen hätte, hätte man auch durchaus Glurak gut verwenden können, denn Glurak hat hier natürlich auch einen hervorragenden Vorteil dadurch und hätte hier auch wesentlich mehr Druck ausüben können, als es das so getan hat. Die Tarnung von Zorak war echt miserabel gewesen, muss man einfach so sagen. Also Aerodactyl zu wählen als Zorak-Tarnung ist nicht wirklich der schlauste Move, muss man sagen. Denn man merkt am Anfang, okay, Erzwinger wirkt, ja. Das heißt, es ist Aerodactyl im Kampf. Bei Zorak kann natürlich kein Erzwinger wirken, weil es die Fähigkeit Druckbild hat. Das heißt, es kommt zwar ein täuschend echt sehendes Aerodactyl in den Kampf. Leider hat es aber nicht die Fähigkeit, wieso diese Tarnung eigentlich komplett immer auffliegen muss. Das heißt, zum Beispiel in diesem Team wäre besser gewesen, hier zum Beispiel Celebi als Tarnung zu nehmen, denn Celebi würde exakt denselben Tarnsteine-Schaden erleiden, also wie Zorak, und auch denselben Stachler-Schaden. Damit hätte es nicht auffliegen können. Übrigens ist es tatsächlich dann auch so, dass hier die Tarnung wesentlich besser gewesen wäre. Allein schon von dem Typ her. Ich glaube, Psycho, da hätte es mit dem Unlicht, also gegen eine Über von der Unlichtattacke, hätte dann auf Zorak nicht sehr effektiv gewirkt. Das wäre schon mal viel, viel besser gewesen. Leider, so hat Michael einige Fehler hier gemacht. Auch im Teambuilding, muss ich sagen. Weil gegenüber meines Teams kann man eigentlich relativ leicht gewinnen. Das muss man so sagen. Ja, also mein Team ist jetzt nicht unbedingt das stärkste im Uber-Tier. Gibt hier viel, viel stärkere. Michael hat hier keine Mega-Entwicklung dabei. Er hat also Glurak und Scherox wären eigentlich dafür so gut geeignet gewesen, eine Mega-Entwicklung hier mal zu bringen. Oder auch ein Mega Brutalanda, sei es drum, ja, aber es ist keine Mega-Entwicklung im Team gewesen und das war wahrscheinlich auch der Hauptgrund, wieso Michael so horrend verloren hatte. Ja, und Glurak hier natürlich massiven Tarnsteinschaden kassieren musste, das ist schon ärgerlich. Also bei Jirachi nicht in Glurak reinzuwechseln war dann doch ein Fehler gewesen, also er hätte direkt zu Glurak wechseln müssen und mit irgendeiner Feuerattacke angreifen müssen. Am besten noch in der Mega-Form, in der Mega-Y-Form, ja, und dann hätte man hier mit Flammenwurf auch dieses stille Jirachi vom Spielfeld fegen können. So hat er es nicht getan, so ist es nicht gekommen. So soll es nicht sein. Ja, das war der erste Kampf im Jahre 2016. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, unten in der Beschreibung steht alles, wie ihr genau gegen mich kämpfen wollt, die neue Playlist zu den neuen Kämpfen im Jahr 2016 ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe auf wirklich viele und spannende Kämpfe. Das war der erste Kampf, relativ eindeutig auf meiner Seite ausgefallen. Ich hoffe, wir werden auch bald wieder ein paar spannendere Kämpfe sehen. Ich hoffe es zumindest. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage bis dann, Servus und Ciao, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Wi-Fi-Kampf hier. Hier habe ich auch nochmal drei interessante Videos für euch. Ein Free-for-All, ein Wi-Fi-Battle und die zweite Season der DPL. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal draufklicken und ansehen. Falls ihr mich abonniert habt, könnt ihr das tun mittels des Pokémon-Buttons, denn Pokémon ist besser als halb studieren, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums.